Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter. Wir hatten ja eine sensationelle Versteigerung hinter uns, die absolut gigantisch für uns gelaufen ist. Also wirklich Wahnsinn. Wir haben, boah, ich weiß gar nicht, Rudi, was haben wir ausgegeben jetzt insgesamt? Oh, das waren 150.000, waren das, wa? 150.000? Ja, aber für die Maschinchen, die wir da alle abgegrast haben, würde ich mal sagen, lächerlich. Lächerlich. Genau. Lächerlich. Also das absolute war lächerlich. Das war absoluter Wahnsinn. Bis dich, Job. Aber, Rudi, wir müssen uns nachher definitiv nochmal unterhalten. Ja, machen wir so. Es gibt definitiv, da gibt's eine Sache, die beunruhigt mich ein bisschen. Ah, okay. Ja. Ach, der Herr Weidling. Oh, was ist denn hier? Gäste aus Schweden? Gäste aus Schweden, ja moin! Ach du Scheiße. Was ist denn das? Oh Gott. Ja, wow. Die Stadt hat investiert. Was? Was? Das ist hier Zivilpolizei oder was? Na, jetzt musst du mal aufpassen. Können Sie mal sehen, wa? Das kann ja nicht wahr sein. Kommt nur, dass irgendwann die Blitzer kommen oder sowas. Scheiße, ich häng fest. Servus! hallo! Oh, ist schon wieder der Weihnachtsmann. Hallo, Herr Wartlinger. Das ist sehr lustig. Herr Rosenberg, ist das lustig, wenn Sie schon wieder da stehen. Herr Wartlinger, das Sie haben das absolut beste Event verpasst. Wir haben einen sensationellen Vormittag bis jetzt gehabt. Wir haben die Versteigerung unseres Lebens haben wir gehabt. Herr Wartlinger. Ja, ich hab irgendwie geschlafen den ganzen Vormittag. Ich weiß nicht, was das war. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob Sie vielleicht nicht doch da waren. Ich? Nein. Nee, also ja, aber... Na, ich hab nur auf dem Handy geschaut und hat mir der Fiedler geschrieben, wie sein Aufkommen. Habe ich doch schnell meinen neuen Dienstwagen abgeholt und dann bin ich jetzt gekommen, gell? Herr Wartlinger, haben Sie eigentlich die Papiere mitgenommen? Ja, oder? Ja, klar. Ah, super, perfekt. Das, was gesagt haben, was im Büro lag, oder? Ja, richtig. Ah ja. Okay, Herr Wartlinger, kommen Sie mal mit hier. Gucken Sie mal. Übrigens, Herr Wartlinger, Herr Fiedler, ich möchte eine offizielle Verkündung machen. Eine Kundgebung. Eine Verkündung. Eine Verkostung von Wein. Nee, den kann ich mir nicht leisten, den Sie trinken. Aber nur wenn du 20.000 Euro rein, das sagt ihr. Also, meine Herren, jetzt, weil hier auf den Fakten bleiben, gell, weil schon langsam geht mir das ganz scherz. Sie haben mit Verkostung vom Wein angefangen. Herr Wartlinger, ich hab mir das im Vertrauen erzählt. Und Sie pulvern das. Nein. Herr Wartlinger, ich wusste ja nicht, nein, dass Sie. Also, das haben Sie das mit dem Vertrauen. Nein, bleiben Sie doch hier, ich wollte die Verkündung. Ja, was gibt's? Ja. Verköstigung? Warte mal. Die überragende Verköstigung, die ich gerade verkunden möchte, ist der Herr Langhammer und der Oswin. Der Rudi und der Oswin. Ja. Also Rudi hier und Oswin. Wir sind Geschäftspartner offiziell. So ist es. Aha. Ja. Könnt ihr schön. Alle warm anziehen, könnt ihr euch alle warm anziehen. Nee, nicht mehr mit kriminellen Scheiße. Herr Wartlinger, ich glaube, da müssen wir ein Auge drauf werfen. Warum, Herr Fiedler? Ja. Sind Sie auch von Volvo gesponsert? Sicher. Wow. Ja, ich habe mich halt eben ein bisschen drum gekümmert. Ne? Deswegen hat sie Stadt jetzt auch. Guck mal hier sogar mit so einer Schmiede. Ja, die Polizei Waldstätten ist auch gesponsert. Oh. Schauen Sie mal auf meine Jacke. Ja. Ja, wir haben neue Dienstjacken von Volvo gesponsert. Wahnsinn. Oh, wunderbar. Ja, ich habe ja wirklich eine Volvo-Dienstjacke. Aber ich dachte immer, die Polizei muss Neutralität machen. Aber ich habe mal eine Frage. Ja, aber das ist wegen der Fahrzeugausstattung. Ach so. Naja, da wollte ich gerade mal drauf zurückkommen. Ja. Für die 9 hat es wohl nicht gereicht, weil da eine 6 draufsteht. Ja, was will ich denn mit dem V90? Das ist ja viel zu groß, die Kübel. Ein V90 ist ein Geländewagen. Nee, das ist der XC90. Das ist der XC90. Also, das ist der XC90. Wahnsinn, oder? Nein. Der V90. Und dann habe ich mal noch eine Frage. Also, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, ne? Also, ich habe eigentlich erwartet, wenn es hier um Wartlinger geht, habe ich hier V90 T8. Ja? AWD. AWD. T8 AWD. V90. Das hätte ich dem Wartlinger zugetraut. Also, für einen AWD hat es ja gereicht. Ja. Aber T8, der hat ja wenigstens noch so einen Elektroboost oder was das ist. Der ist ja Teilhybrid, glaube ich. Ist der Vollhybrid? Wer braucht das denn schon? Ist der Vollhybrid? Ist auch Teilhybrid. Bei Volvo gibt es ja noch Teilhybrid. Ah, Entschuldigung. Aber was ist das so? Wir sind grün. Wie bitte? Ist das so? Ja, ist so. Gut, aber also, nichtsdestotrotz, was die Autos angeht. Der Langhammer. Also wenn das so ist, dann müssen wir uns mal vielleicht darum kümmern, dass wir Windräder bauen. Ich glaube, wir können einfach zur Arbeit. Ich glaube, da muss ich mal mit Beppi sprechen. Da müssen wir ein paar Bäumchen fällen für. Wem? Mit Beppi. Denkern, Beppi. Sehr gut. Das war doch der Auktionär, oder?
Ja, richtig. Das verrückte Huhn. Scheiße, warum den müssen wir noch 1000 Fässer Bier liefern. Oh shit, stimmt. Ach du Kacke. Weißt gleich, wo wir herkriegen sollen. Fässer. Gibt's hier eine Brauerei? Bier hat der gesponsert. Nö. Wie, es gibt keine Brauerei? Ja, macht nichts, dann hol ich das aus Berlin nochmal runter oder so. Ja, das wäre cool. Alter, boah, das wär gut. Komm, bleib weg mit deinem Berliner Blörenzeug. Da kümmere ich mich besser drum. Was trinkt man in Berlin? Hä, na, so ein schönes Jubi oder so. Ist doch immer gut. Ja, Jubi, genau. Die feiern jedes Mal Jubiläum. 1328 Augustiner. Ja? Ihr Geburtstag oder was? Gut. Oh, gut. Scheiße. Ist jetzt lustig. Merk gar nicht. Finde ich auch. Aber meine Herren, ich hole wir haben eigentlich eine gute Verkündung zu machen, aber sie wollen ja ständig einen Mund aufmachen, dass Luft scheppert und mir nichts sagen können. Achso, Entschuldigung, dann verkünden Sie. Also ich verköstige die Verkündigung der Verkostung. Was gibt's denn Leckeres? Der Verkostung. Herr Rosenberg. Ja. Herr Fiedler? Hier einmal bitte ein Stiftchen. Oh, ja. Im Namen des Volkes verkünden wir folgendes Urteil. Reicht genau, hoch. Ich halte das mal hier hin. Ja. So, bitte schön. Was ist das denn? Was soll ich denn hier unterschreiben? Für Verträge für Dubiose schon wieder. Das ist für die Dubios? Übernahme des Hofes. Für den Lindighof? Ja. Ernsthaft? Ja. Oh damit Gott, Sie... Rudi, jetzt mach mal, wie nennt man? Jetzt mach mal. Nägel na, mit Köpfen. Para, würde ich sagen, oder? Nägel mit Köpfen. Wenn Sie Geschäftspartner sind, dann können Sie ja beide unterschreiben, oder? Was, Sie köpfen mit Nägeln? Das gehört dem Oswin und ich bin quasi nur so beiläufiger Geschäftspartner. Herr Dembich. Ja, hier, bitteschön. Herr Wartlinger, einmal rumdrehen, bücken bitte. Ich glaube, Sie haben einen Schädel offen. Ich brauche was zum Unterschreiben. Brennt's bei Ihnen? Dann gehe ich halt hier auf den Volvo. Nein! Nicht auf das Auto! Ich werde mal ein Zettelchen da drauflegen dürfen. Nein! Das Papier macht da nichts. Gehen zu dem scheiß Passat darüber. Weg! Hey, hallo, was ist denn das da? Gehen Sie weg von dem Auto! Ich unterschreibe. Kommen Sie jetzt her. Nein, kommen Sie jetzt mit da. Rudi, darf ich auch deinem Auto unterschreiben? Komm. Okay. Wenn da ein Kratzer reinkommt. Rudi. Ach nee, nicht Rudi, jetzt habe ich Rudi geschrieben. Durchstreichen. Oh Gott. Oswin Rosenberg. So. Also, so offizielle Dinge waren noch nie so Ihr Ding, oder? Die gab es in der Stadt bis jetzt noch nicht. Dankeschön. Danke. Ja, meine Herren. Ja, ich dachte es mir jetzt gerade. Ich war mir nur im Moment nicht sicher. Aber herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hof. Ja, vielen Dank. Also wirklich vielen Dank, Herr Fiedler. Also das ist, also Sie waren eine gute Wahl als wie heißt das Wort? Interimsbürgermeister. Interimsbürgermeister. Also ich muss nebenbei erwähnt, das mit Ihren Schulden hat sich auch erledigt. Ihr habt das Grundstück unten kaufen lassen durch den Staatsforst. Das Grundstück ist schon weg? Das ist schon weg, ja. Ist weg. Oh Gott sei Dank. Das ist jetzt meins. Ich war muss das auch ganz... sponsert bei Volvo? Ich meine, das ist sponsert beim... wobei, ja, könnte man auch sagen. Muss... Ja, ist vielleicht auch so ein Teil Volvo mit drin. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja, ich bin so froh, dass diese Altlast endlich weg ist. Wir würden nur noch einmal runterfahren und würden die Fahrzeuge hochholen, wenn das okay wäre. Ja, das können wir jetzt machen. Vielleicht könnt ihr uns ja in Ihrem neuen Volvo mal mitnehmen und unten beim Hof rauslassen. Dann wird man gleich zwei Fahrzeuge wegkriegen. Ja, das gehen wir mal. Ja, dann. Und gucken Sie mal, Herr Wartlinger. Du kannst vorne sitzen. Das haben wir alles gekauft hier. Wo haben Sie das Geld her? Ja, soweit mein neuer Geschäftspartner. Hier ist ein lukrativer Geschäftspartner. Eigentumswohnung Berlin, muss ich eigentlich nur. Mal, arbeiten Sie auch bei Volvo? Nee, das wäre es noch. Okay. Ich bin ja nicht mehr, ich bin arbeitslos. Volkswagen. Bei Volkswagen, ja. Sag nicht, du bist arbeitslos, du bist Geschäftspartner. Ich bin arbeitslos. Aber was hab ich denn an? Warum sagt mir das keiner? Ja, ich schaue ein bisschen bescheuert. Ich sehe, ja, also mal ganz ehrlich, kann mir doch mal einer was sagen, oder? Ich sehe aus wie so ein, keine Ahnung, so wie heißen die Schulgarten? Die Schulgarten. Hä? Magst du mitfahren? Oh ja. Die Schulgarten machen. Ja, scheiße. Wo ist denn jetzt der andere? Ja, ich komme. Der ist ja am Umziehen dran. Ich glaube, der versteckt sich noch kurz hinter Passat, der muss ihn noch umziehen. Oh ey, der sieht aber echt schön aus, finde ich. Ja, das ist auch diese versteckten Blaulichter finde ich super. Das ist... Ich habe eine Frage. Ein bisschen was von Cobra 11 da vorne, das Ding, ne? Ja, das auf jeden Fall. Was haben Sie für eine Frage? Wieso? Haben Sie Volvo-Klamotten im Kleiderschrank? Ja, die haben sich überall reingenistet. Oha!
Ui, 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 ui. Oha. Ja, moin. Was kramt der denn da jetzt in meinem Kofferraum so lange rum? Ja, das ist so wieder, was ich jetzt an jetzt ja, genau. Kannst du mir nicht sagen, was für geile Klamotten du hier noch aus Berlin mitgeschleppt hast? Psst. So, rein da. Aha, sponsert bei Volvo, ich hab's gewusst. Nein. Und dann im Passat fahren, ich weiß auch nicht so ganz. Ich fahr ja, kein Passat. Hat, na, bei mir doch wartet also, der Passat. Aber für Volvo hat er noch nicht erreicht, aber jetzt vielleicht. Mal kicken. Fährt der eigentlich besser wie der Passat? Oh ja. Okay. Weil mit dem Passat sind sie ja nie so richtig zurechtgekommen, Herr Wartlinger. Ja, der war so dachlastig irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Na, vielleicht weil er öfter schon auf dem Dach gelegen hatte. Aber ich sag mal so, ab welchem Alter ist eigentlich die regelmäßige Führerscheinüberprüfung? Sie als Polizist wissen das doch bestimmt, oder? War das nicht ab 5? Ah, nee. Zig? Werde mich dazu jetzt nicht äußern. Aber ist es nicht so, dass... ganz klar, dass sie hier ganz klar in meine Richtung dissen. Sag mal das so, Herr Fiedler. Ja, ich glaube, das ist dieses, ich dieses das komisch. Dieses... So ein Jugendwort, Dissen. Ja, genau, Dissen. Da hatte ich auch ist mal das gehört. Ist das nicht die Mehrzahl halt von Disco? Oh, oh. Dissen? Oh ja, das könnte sein. Also, wir früher immer gesagt, lass mal in die Disco gehen. Warte, jetzt gehen wir erstmal eine Disse oder ja, was? Geh mal in die Disse. Ey, du kennst das auch, wa? Ja, sicher. Ja, sag ich doch. Aber das fängt ja auch schon an, so zu reden. Aber um 10 gehe ich nicht in der Disco, sondern außer Disco. Früher um 10. Außer Disco. 10 AM. Genau. Jawohl, und 10 PM geht das rein in die Disco. So, jetzt probieren wir mal den All-Wheel-Drive hier. Und den was? Den Herr Wartlinger? All-Wheel-Drive. Herr Wartlinger? Ja, funktioniert super! Ja, Respekt, ne? Moment, das okay. Ist so. Ja, oh, guck mal. Differential eingeschaltet, wa? Ich wäre ja komplett, also ich wäre komplett jetzt abgebrochen, wenn sie den aufgebockt hätten in der Mitte. Ja, dann wäre ich auch komplett abgebrochen, weil sie dann das abbauen hätten dürfen, ja? Okay. Oh, ich glaube, dass der Herr Bichler, wie der heißt? Bichler? Bircher, glaube ich. Bircher. Bircher Müsli. Bircher. Bircher. Ja, ich glaube, das war der Herr Bircher. Ich unbedingt Bäume fällen hier, Auwe. Was wollen Sie denn schon wieder für Bäume fällen? Ach, guck mal hier rechts. Mein Forstding. Wir haben übrigens oben noch die Bäume liegen, die müssen wir auch noch wegmachen, gell? Was sind denn da für Riesendinger hochgehüpft? Ja. Das Forst zeigt da. Was redet ihr denn, wenn ich mal fragen darf? Oh, hier liegt noch mein Stroh von der Ernte, ey. Da liegt auch noch ihr widerliches altes Scheißding, das können sie auch mal mitnehmen da. Ja, der ist ja dann auch weg, wa? Ist ja alles weg. Weil er ist von dem Geld gekauft. Der hätte den Drescher haben sie doch mitgebracht. Nee, ich ja wohl in der Hosentasche. Ja, anscheinend, ja. Nee, den habe ich von der Frau Dings, von der Frau, wie heißt sie denn oben, die Bäckerin hier? Ach, die Elisabeth da, die ist da, ja, da schon, oder was? Da habe ich die gekauft. Von mir und einmal die Anhänger, keine Ahnung, wem die gehören. Was, das alles nehmen wir jetzt mit, oder was? Wir nehmen mit. Den Kubota nehmen wir mit. Der Düngestreuer dürfte dem Anton. Nee, der Düngestreuer ist mir. Sicher? Ja. Servus, die Herren. Oh, da steht aber ein Erdhof. Ich gehe für rein. Hallo. Moin. Oh, ey, hallo, Herr Bircher. Was ist los? Ich muss kurz telefonieren. Entschuldigung, ich wollte dich stören. Ich brauche mal den Herrn Langhammer für eine Minute. Sie stören da nicht. Den Herrn Langhammer. Achso, ja, der ist ja hier, der Rudi. Ich komme mit. Du, Rudi. Ja, alles gut. Du, ich wollte dir nur kurz was reinreichen. Ja. Das sind... Da hatten wir uns ja drüber gequatscht und so. Ja, genau. Da wollte ich gleich anmelden. Sind Sie bei Ihnen angekommen, ja? Was hat der jetzt alles? Ich habe sie gerade abgeholt, ja. Genau, ja, super. Fünfmalsfach, ja. Ja, das ist so schön. Was hatten Sie jetzt reingereicht? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Nichts. Nee, doch. Können wir ruhig offen kommunizieren, würde ich sagen. Ja, das sind die Anmeldeformulare für die anstehenden Kommunalwahlen. Also für die Bürgermeisterwahlen. Genau, richtig. Oha! Ich bin ja nur interimsmäßig. Ne? Ja, ganz wild. Und wir suchen natürlich jemanden, der halt offiziell auch dann für längere Zeit Bürgermeister ist. Ja, muss ja Neuwahlen muss ja gemacht werden, ne? Ja, richtig. Genau. Aber ich muss sagen, vom Pullover her sehe ich sie zwei. Ja, das hat unsere Mutter nicht selber rausgelegt, oder was? Sind die Geschwister? Also das könnte man echt meinen, dass sie Brüder sind. Also jetzt mal ohne Witz. Ja, ja. Ganz wilde Nummer. Vielleicht müssen wir mal gucken. Da müssen wir uns besser absprechen. Sogar die gleichen Schuhe haben sie an, du. Was? Na gut, ich hab's in schwarz, wa? Stimmt. Unfassbar. Ja gut, ich ruf mal, pass auf, hast du das gelesen? Ich würde mal den Dings anrufen, den Bergmann, der sucht Abfahrer für Häckseln. Ja, das klingt doch interessant. Fürs LU, da würde ich einfach mal anrufen, da können wir doch reinstatten, oder? Ja, soll ich mir schon mal den Kubota schnappen?
Ja, genau. Du, Jupp, können wir den hier stehen lassen, den Streuer? Ja, euch wir den? Haben gerade erfahren, dass der nicht von mir ist. Ich glaube, das ist doch vom Rheingrub, weil ja, da ist ein WSR drauf hinten. Ja, das ist, glaube ich, der Anton Rheingrub. Ja, dann passt das, ja. Genau, und warte mal, was ist der Anhänger? Meiner? Boah, wie gut der Volvo ausschaut, leck mich am Arsch, oder geil. War der schon wieder hinten? Ah, der ach, steht schon geil. Der Anhänger ist ja stimmt. Auch weg, naja, gut. Ja. Na gut, Rudi, wir telefonieren, gell? Ja, machen wir so kurz. Ja, macht's gut. Herr Bürger Müsli, ich wünsche dir was. Servus, ja. Gell? Ja, warte, Liga, tschüss. Zeig dir. Okay, pass auf, Rudi. Ja? Du kriegst jetzt von mir das Müsli von dem den ultimativen Vertrauensbeweis. Na? Das, aber das jetzt, was ich jetzt mache, das zählt dazu. Dir bei die zwei an, also mal ganz ehrlich, das kann man erzählen. Wird jetzt ein Team oder was? Pass auf, was ich jetzt mache, also ich sag dir gleich, dass... Wir sind ein Team, ja, richtig! Nee, das hat man verstanden. Das zeigt, ob du... Moment. Das zeigt, ob du dazugehörst, ja? Ob du einer von uns bist. Ah. Also nicht von Waldstätten, ne? Einer von uns, aber dieses uns das erklärt... Das ist das Müsli von dem Seidebacher. Seidebacher Müsli. Das ist das Müsli. Das ist aber die dümmste. Also mal ganz ehrlich, Herr Wartling, das ist ja die dümmste Werbung, die es gibt. Ey, diese Katastrophe, aber. Aber sie bleibt im Kopf. Also marketingmäßig ist das der Wahnsinn. Marketingmäßig sollte der befördert werden, das steht fest. Ist so. Darf ich jetzt kurz mal mit dem Herrn. Ja, natürlich. Ja, aber natürlich, Herr Langhammer. Herr Langhammer, jetzt kriegst du den ultimativen auf jeden Fall Vertrauensbeweis. Wenn Sie das, dann weiß ich, ob Sie. Dazugehören, ob sie das Zeug dazu haben. Red Bull verleiht Flügel. Also ob sie das Zeug dazu haben, aber nicht hier, es hat nichts mit der Stadt Waldstätten zu tun. Mit was ist aber, was du, ich sage ihm, wie es ist. Rudi, was hat Rudi, ich sag dir es. Rudi, das erzähl ich dir erst später. Wer? Ah, ich weiß was. Pass auf, komm mit. Hey, Rosenberg, bleib da. So. Scheiße. Ankicken. Deine Simme, oder was? Ankicken. Ankicken. Ich will sehen, ob du damit klarkommst. Ankicken. Ach, ankicken. Ankicken. Also umtreten oder was? Nicht hier, was du Berlin angucken, sondern ankicken, anmachen. Motor starten. Ach so, dann sagte doch. Ankicken, Kickstarter. Mal, hast du mal einen Helm in meinem Unimog? Das soll ein Helm sein. Ja, dann geh mal rein, das ist ein Helm. Warte mal, ja, was ist das? Fix. Made by Sweden ist doch der. Sag mal, könnt ihr mal Schnauze halten? Ich muss Ihnen kurz was vorstellen. Ich präsentiere Ihnen das neue Dienstfahrzeug der Polizei Waldstätten. Gesponsert von Volvo. Made by Sweden. So, ankicken jetzt, oder was hier? Hey, was laberst du? Hast du mir gerade schon erzählt, Wartlinger? Ja, ich wollte gerade auf das Ding, mein Gott. Na, warte mal, ich muss noch ein bisschen... nicht beim ersten Mal, das ist... Ah, die Stadt... Jetzt, ja, okay, die Stadt... Er. Hast du Schock nicht gezogen, wa? Ja, wahrscheinlich, ja. Na, so, pass auf. Lang nicht gefahren, das Ding. Lang ja, nicht gefahren. Mach, ich sag dir. Die rote Simson gibt's... das ist... Ihr könnt euch schon mal anfreunden, die heißt Simone. Ja. So, ich fahr jetzt hinterher, ich will sehen, wie du das Ding zum Hof steuerst. Naja, das ist sehr kreativ. So. Na gut, dann auf jeden Fall. Anhänger lasse ich hier. Fritze, ein Deutscher Tech. Schon alleine. Hilfe? Was war das denn? Herr Rosenberg, was haben Sie denn? Hilfe? Alles gut, Sie sind ein bisschen bleich. Sie sind Kars weiß. Ja, ich habe immer, hab immer mal so ein kleines Déjà-vu, glaube ich. Wissen Sie, was der Abhilfe schafft? Nein. Die neuen Massagesitze des Volvo V60. Herr Wartlinger, also wirklich. Als ob die Karre Massagesitze hat. Ja, ich natürlich hab ich das. Servus. Runter von meinem Scheißhof. Jetzt aber. Rudi! Okay, alles klar. Ich guck mal, ich werde die Wohnwelle darin gebastelt. Sag mal, Rosberg, kannst du einlenken? Was ist denn bei dir? Ja, das ist ziemlich eng hier auf dem Hof. Ja, ein Scheiß. Ja, absolut, ist. Das sieht man. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit dem Hof da oben, mit den beiden. Ist so. Kann ja wohl nicht passen. Büdler, ich fahr dich. Oh. So. Wollen wir mal schauen hier, wie der Rudi mit dem Moped klarkommt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob er zu uns gehört. Oh, warte mal. Rudi? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Warum hast du das eine Bein so unten schleifen? Was hab ich? Das eine Bein. Ach, ist egal. Gleich wegen der Ballons. Und? Ich sitze hier. Was sagst du denn? Das fühlt sich wieder an wie früher. Geht gut, wa? Ja, mach aber mal. Jetzt hier am Berg, ich bin ein bisschen schwer, hab ich den Eindruck. Ja, du musst mal richtig aufmachen, den Hahn rechts, ganz rumdrehen. Na, ich drück doch schon wie Sau. Was? Gibt's ja gar hier, nicht. Ich dreh doch schon wie Sau. Sau, die ist offen, ey, normalerweise, da ist ein 60er drauf.
60er 4-Kanal, die müsste eigentlich ein bisschen besser gehen. Na, Resonanz aus Prophet noch. Geradeaus, wa? Ja, ja. Jo. So, und jetzt. Uiuiuiui. Rudi. Ja, das ist eine Crossmaschine, die muss. Das ist kein Enduro! Rudi, das ist. Das geht so nicht. So, jetzt mach mal richtig auf den Hahn hier den Berg runter. Ich drück schon, ich drück. Lass sie mal richtig jaulen. Ah, sie kommt. Ja. 70? Ja. Oh, Rudi, der geht richtig. Ja, aber 70 traut sie sich nicht. Nicht? Nee, bin zu fett, ich sag's dir. Ja, Simone ist aber auch ein bisschen schüchtern bei 9. Na gut, okay. Geh rechts runter. Nee, war das hier? Nee, ich glaube, wir sind einfach gerade ausgefahren. Echt? Ja. Hast recht. Ja, aber nur mal, ich wollte mal gucken, wie schnell, also wie du klarkommst mit dem Handling auch. Das war Rudi? Ja, ich muss mal kurz testen, wie das geht. Ja, Lenkerspiel oder was? Genau. Gut. Unfassbar. So, pass auf, da ist die geliebte Simone, ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist das Wichtigste, Rudi. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Oh. So, da müssen wir erstmal die ganzen Maschinen jetzt am Hof holen am besten, ne? Den Kubota können wir ja später noch hochholen. Ach, ich wollte noch den Dings anrufen, den Lohnunternehmer. Ich rufe den mal schnell an, ja? Ja, mach das. Bergmann. Ja, hallo Herr Bergmann, hier ist Herr Rosenberg. Du fehlst mir, aber was ist los? Sie hatten eine Anzeige geschaltet, dass Sie Abfahrer suchen für einen Häcksel oder was das war? Yes. Ist das noch der Fall? Weil ich hätte, der Rudi und ich, wir würden gerne unterstützen. Das ist noch der Fall. Okay, super. Wir haben nur ein Problem. Ja. Wir haben nur einen vollen Zug. Also wir bräuchten noch einen Anhänger sozusagen. Ja, entweder ich rufe den Lauringer nochmal an und frage ihn, ob der noch welche zu stehen hat. Oder ach, bei dem Lauringer ist das? Ja, oder ihr fahrt zu mir auf dem Hof, da stehen genug Anhänger rum. Ja, pass auf, kannst du mir nochmal Bescheid sagen? Ich sag dir gleich Bescheid. Ja, sag mir nochmal Bescheid, ob wir direkt zum Lauringer können oder ob wir nochmal bei dir vorbei müssen, ja? Jo, machen wir so. Passt das, bis denn. So, okay, ich habe den erreicht. Wir können dort mithäckseln, wir sollen Abfahrkette mitmachen. Ja, das ist doch kein Problem. Haben wir da noch einen Trecker oder sowas? Pass auf, ich würde jetzt mit dem Unimog fahren. Ich nehme jetzt, weißt du was, die haben die Anhänger hier noch nicht abgeholt. Ich nehme die jetzt einfach. Ja, würde ich auch sagen. So, und pass auf. Dann haben wir ja hier die zwei Johnnies. Ja. Wenn du willst, schnapp dir den Großen. Ach, von dem Bergmann, das, ja, war? Schnapp dir den Großen. Ey, soll ich mal sagen, Rudi? Na, erzähl mal. Da ist was faul. Wieso? Du kennst den Bergmann noch nicht. Ey, glaub mir. Also, der hat total, also der, erstens, die Traktoren sind völlig überteuert über den Tisch gegangen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also das, der Preis war ja überhaupt totaler Irrsinn. Ja, ja. So, und dann kommt der Bergmann. Oh, warte, der ruft gerade an. Ja, hallo? Ja. Bergmann. Hallo, hey. Hier ist der aus Wien, ja? Ja, ihr könnt mit euren Traktoren zum Lauringer Hof fahren. Der hat noch einen Anhängerzug? Er hat noch genug Anhänger da umzustehen, hat er gerade gesagt. Perfekt. Also, wann geht denn das los? Also ich bin mit Maxler unterwegs nach da oben. Pass auf, dann fahren wir jetzt auch gleich los und kommen da vorbei. Gut, alles klar, bis gleich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, der ist immer besonders freundlich. Hä, wer ist denn das da? Wo denn? Da oben. Ist ich nicht. Wir hätten da so einen schönen Unimog. Komm, wir flitzen mal hoch. Was ist er denn? Ich nicht. Aber der sieht irgendwie cool aus, oder? Guck dir mal den Miniaturanhänger da an. Das ist ja süß. Ich werd weich. Wer ist das denn? Ach, die Frau Kron? Achchen. Ja, Hallöchen. Warum haben Sie denn einen Helm auf? Oh. Ja, na, guter Hinweis. Der, ich wollte, bin gerade Simmel gefahren. Der hat gehört, Sie sind immer mal ein bisschen aggressiv. Manchmal. Ja, das ist keine Eigenschutz halt, abgewatscht, nur Eigenschutz. Aber Frau Kron, ich muss ehrlich sagen, also für den Anhänger hätte ich mir auch was Ordentliches vorne dran geholt, auf jeden Fall. Ach so. Ich hätte noch einen kleinen. Packt der das, wenn der beladen ist? Noch? Ich weiß es nicht. Also okay. aktuell wurschtelt der hin und her hinten. Aber Frau Kron, haben Sie einen zweiten Frühling? Warum? Ja, weil hier mit so einem Unimog hier, so farbenfroh und alles, das sieht ja richtig gut aus, Mensch.
Ach so, ich wollte was eine Signalfarbe haben und das war die Signalfarbe, die ich gefunden habe, die beste. Okay. Ja, schön. Ja, dann habe ich auch noch gesehen, dass der Herr Leitner das Ding also auch grün fährt. Wie geht's Ihnen denn? So weit, warum? Gut, ja. Ja, wir haben Sie gerade hier vorbeifahren sehen. Ja, das ist mein Weg nach Hause. Ach so, sehr schön. Dann schnellste aus der Stadt. Soll ich Ihnen was sagen? Denn? Dann werden wir uns vielleicht öfter sehen. Halten Sie ruhig mal an. Sehen Sie da unten den Hof, den ehemaligen Lindighof? Ja. Der Herr Langhammer und ich bewirtschaften den jetzt. Das ist der Rudi übrigens. Nein, wir kennen uns schon. Genau. Passen Sie auf den Herrn Langhammer auf. Auf den Herrn Langhammer? Er ist mir in den Traktor gefahren. Ja, ja, das ist schon Schnee von gestern. Ja, das hat er mir tatsächlich schon erzählt, Frau Krohn. Ah. Ist ein ehrlicher, glaube ich. Ja, wie gesagt, also wir bewirtschaften den Hof da unten. Ne, wir sind jetzt noch, wir brauchen noch ein paar Pachtfelder und dann geht es richtig los hier. Dann weiß ich ja, wer mir dann bei meinen Feldern helfen kann. Ja, na, ist doch kein Problem. Ja, gucken Sie mal hier, die ganzen Geräte, die hier stehen, haben wir alle gekauft bei der Auktion. Genau. Wobei, das eine Ding hier, das wollten wir direkt verkaufen, haben wir gesagt. Diese richtig. Komische Ballendinger ganz hier. Ganz weit weg wollen wir den verkaufen. Ja, suchen Sie einen richtig guten Ballenanhänger. Nee. Oh, schade. Tut mir leid, ich habe Hühner und eine Bäckerei. Schnäppchen gewesen. Na aber gut. Warum wolltet ihr den verkaufen? Ah, das Ding hat so seine Macken. Ganz andere Dimension ist der. Das ist ein Montagsfahrzeug, ja. Sag ich immer. Na gut, Frau Krohn, wir müssen leider, wir sind also in der Abfahrkette bestellt. Da müssen wir pünktlich sein. So ist es. Alles klar. Gut. Hasseln, sag ich nur. Schönen Tag Ihnen noch, ne? Jo, wie sieht das eigentlich aus? Hatten wir eigentlich mal drüber gesprochen, wann waren das wir beide? Wegen den Wechshäusern? Könnte es sein, weiß nicht genau. Mal nicht mehr sicher. Okay. Egal, vielleicht könnten wir uns da vielleicht einigen, dass wir uns das vielleicht zusammenholen, wenn wir schon Nachbarn jetzt sind. Was haben Sie denn vor? Ein bisschen Gemüse oder so. Ich will von dem Bio weg. Oh. Also Sie wollen so Gewächshäuser bauen, Gemüse oder was? Das ist doch so ein kleiner Nebenverdienst dann noch. Und dann verkaufen wir das und dann machen wir 50-50. Ja, und Sie kümmern sich drum. Ja. Ja, das klingt doch super. Was? Ich? Naja, wer sonst? Ja, wir beide. Ach so, ja, könnte man. Oh, holla. Könnte man auch machen, na klar. Na? Muss ich mal gucken, was Gewächshäuser wollen sie da? Weiß ich nicht, was gibt es? Salat? Ja, es gibt Erdbeeren, Tomaten und Salat. Ja, alles drei. Und vielleicht noch was anderes, müssen wir mal schauen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Ja, aber dann haben wir was zusammen. Und dann, ne, da wir ja sowieso nebeneinander wohnen. Frau Krohn, wissen Sie was? Da treffen wir uns doch mal auf einen Kaffee, das besprechen wir nochmal. Das klingt doch gut. Und ein Stück Kuchen. Und ich Kaffee, Sie Kuchen. Ja, vielleicht kann ich mich ja dazu rumringen, dass ich den Herrn Langhammer ja doch irgendwann, ja, so wissen, was ich meine. Ein bisschen mehr Vertrauen schenken? Ja. Ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Das ist ein guter, glauben Sie mir, der Rudi ist bis jetzt... Bin schon ein Stück mit ihm unterwegs, also guter Mann. Okay. Muss man echt sagen. Wer ist ein guter Mann? Niemand. Ja, der Bircher, den wir vorhin getroffen haben. Ach gut, so, alles klar. Ja, okay. Ja, Frau Krohn? Macht weiter, Jungs. Alles klar. Tschüss. Ab jeder. Ich nehm den hier denn, oder was? Rudi, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, die... Was denn? Ja, naja, wir haben... Die wollten nicht gehen. War ein bisschen... Die wollten nicht gehen. Ey, weißt du was? Ja. Ey, nicht, dass die sich ein bisschen in dich verguckt hat, ey. Mit so einem sexy Schnauzer, wo du hier rumrennst. Ich muss los. Ich muss aber auch los hier. So, und in diesem Sinne machen wir uns auf zur Häckselaktion vom Herrn, oder beziehungsweise in die Abfahrkette vom Herrn Lauringer. Der will Mais häckseln. Ja, und der Herr Bergmann braucht Unterstützung. Können wir uns ein paar Euro dazu verdienen? Konto ist nicht gerade sehr voll. Pachtfelder brauchen wir auch noch, dass wir hier anfangen können zu bewirtschaften. Aber... Es ist erstmal unter Dach und Fach, die Unterschrift ist gesetzt, der Hof ist überschrieben, das heißt, der... Oh. Herr Bergmann? Bergmann. Ja, wir sind unterwegs. Nee, ich muss doch noch mal zu meinem Hof fahren und die Hänge ankoppeln, der Lauringer hat Blödsinn erzählt. Mach mal so. Alles klar. Geht alles um den Hof. Bis dann. Ja, tschüss. Ja, und der Lindighof gehört jetzt offiziell uns, das heißt, wir können voll mit durchstarten. Ich bin sehr gespannt, wie es entwickeln wird. Bin auch sehr gespannt, wie es mit Rudi laufen wird. Ich glaube, das ist einfach... Ich glaube, das wird richtig gut. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis dahin, wir sind erstmal raus. Ciao, ciao.